Stefan Chesney auf dem Weg zu einem Termin. Der Künstler weiß, er ist einer der wenigen Promis, die in Saint-Tropez selber fahren. Diese Gruppe hat natürlich meistens auch einen Chauffeur vor Ort, der sie dann ins Restaurant bringt. Wenige Kilometer außerhalb steht diese Villa. Kein Privathaus, sondern eines der exklusivsten Hotels an der Côte d'Azur. Der deutsche Besitzer sammelt die Werke von Stefan Chesney. Der Künstler bringt dem Hotelmanager ein neues Buch über seine Arbeiten. Hallo, grüß Stefan. Dich. Gut, dich zu sehen. Ja, freut mich sehr. Herzlich willkommen. Ich habe hier was Neues mitgebracht. Gerade erschienen. Tolle Geschichte, neue Monografie. Du machst ja immer sehr leicht. Ja. Das ist, man muss ein bisschen Kraft leider mitnehmen. Nur 7 Kilo. Tut mir leid, aber... Super, wunderschön, wunderschön. Robert van Straten und Stefan Chesney kennen sich seit vielen Jahren. Aus der zunächst rein geschäftlichen Verbindung ist inzwischen eine Freundschaft geworden. Stefan kommt regelmäßig, um seine neuen Werke vorzustellen. An vielen Stellen in der Villa Belle Rose hängen seine Arbeiten. Gerade diese Fotoarbeiten ist was, was die Gäste auch auffällt, weil es, wie gesagt, einen Kontrast gibt zwischen der Stil des Hauses und die Arbeit von Stefan. Und selbstverständlich fragen die Gäste nach. Vielleicht noch nicht so viel, wie Stefan und ich uns das vorstellen, aber noch können wir davon beide nicht in Urlaub fahren. Die Fotoarbeiten hängen nicht nur zur Dekoration, man kann sie kaufen. Vorausgesetzt, in der Reisekasse sind noch 5.000 bis 8.000 Euro übrig. Nur 40 Zimmer hat das exklusive Privathotel, fast alle haben Blick aufs Meer. Ja, und das ist, was die Villa Belle Rose bietet. Blick, Blick und nochmal Blick. Und das in einer extrem ruhigen Umgebung. Wie Sie das auch heute Morgen merken, ist es sehr, sehr ruhig auf dem Hügel und werden Sie eigentlich nur gestört durch die Motoren der Schiffe, die langsam wach werden und losfahren. Und gerade das ist natürlich sehr angenehm. Sie können sich vorstellen, dass hier morgens ein Frühstück, mittags ein Mittagessen oder abends ein Abendessen auf der Terrasse zu nehmen, keine wirklich schlechte Sache ist. Was muss ich ausgeben, wenn ich diesen Blick hier genießen will in Saint-Tropez? Sehen Sie, bei dem Blick ist Geld nicht mehr wichtig. Aber um Ihnen eine Idee zu geben, wir fangen in etwa am Anfang der Saison bei solchen Zimmern mit Meerblick bei ungefähr 500 Euro an. Und das geht bis 12, 13, 1400 Euro im Sommer. Pro Nacht, versteht sich. Aber dafür ist bereits das Frühstück inklusive. Und das soll gar nicht so übel sein. Die Villa Belle Rose gehört zu Stefan Chesneys Lieblingsplätzen. Immer wieder lässt er sich hier vom Farbspiel der Sonne und des Meeres inspirieren. Deshalb haben sich natürlich alle, die mit Licht arbeiten, Künstler, Filmemacher, Fotografen, hier immer angezogen gefühlt, weil hier kann man richtig inszenieren, hier kann man die Natur studieren und das ist wirklich außergewöhnlich und spannend. Rund 300 Tage im Jahr scheint die Sonne an der Côte d'Azur. Sie ist es, die diesen Landstrich so einzigartig macht.